Wir haben hier ganz viele nette Leute immer kennengelernt und einer davon, das ist der Mehmet. Ja. Und er kommt aus der Türkei. Und das Gute ist, jetzt konnten wir ein bisschen Türkisch lernen. Denn bei uns zu Hause im Ruhrgebiet, da wohnen also auch viele Türken. Und dann können wir auch da zu Hause uns mal ein bisschen mit denen unterhalten. Und ich weiß jetzt zum Beispiel schon ein paar Sachen. Zum Beispiel kann ich sagen, günaydın Mehmet. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi. Also, ich habe ihn jetzt gefragt, guten Morgen und wie geht's dir? Und dann hat er auch gefragt, wie geht's dir? Und wie gesagt, sehr gut. Das ist schon mal ein Anfang, ne? Was heißt zum Beispiel, wir sind auf Kreuzfahrt. Kreuzfahrt? Hier, Kreuzfahrt? Aha. Mit dem Schiff, Kreuzfahrt? Aha. Was würde das heißen auf Türkisch? Also, biz gemideyiz. Biz gemideyiz? Biz gemideyiz. Biz gemideyiz? Wir sind auf Kreuzfahrt. Und erzähl uns doch mal, wie ist das hier so, Kellner zu sein? Was, also, wie kommt das? Was muss man dafür mitbringen? Und, also nicht jetzt unbedingt auf Türkisch, sondern einfach so hier auf, also auf Deutsch. Wie ist das hier so Kellner zu sein? Weil ist ja bestimmt schon hart, dass man den ganzen Tag arbeiten und so, ist schon hart, oder? Also ja, ein bisschen hart. Seitdem 5 Monate, eine Woche, ich arbeite hier, war sehr schwer, aber ich bin sehr, sehr glücklich. Ich dachte jeden Zeit, wie deutsche Menschen arbeiten. Ne? Yeah. Ich dachte jeden Zeit und dann ich bin hier gekommen. Ich bin sehr, sehr glücklich, weil mit den deutschen Menschen ich habe gearbeitet. Weil das war für mich sehr, sehr wirklich. Ich habe das Schöne, wie sie Gäste bekannt machen. Deswegen ich bin sehr, sehr glücklich. Aber leider, ich muss morgen von Sydney ins Kollegen nach Türkei. Ich bin sehr traurig, aber ich bin sehr glücklich, weil meine Familie ich werde wiedersehen. So. Also Mehmet wird uns leider morgen verlassen. Also in Sydney geht er von Bord, aber ist auch einerseits gut für ihn, weil er hat auch eine ganze Familie zu Hause und die vermisst ihn natürlich auch schon sehr. Ne? Und da wollen wir ihn nicht unbedingt noch extra für uns hier behalten. Aber wir sind ganz froh, dass wir ihn hier getroffen haben. Und ja, vielleicht treffen wir ihn auch mal in der Türkei wieder und können da ein bisschen Türkisch mit ihm reden. Kannst du vielleicht unsere türkischen Zuschauer noch mal einen Gruß lassen? Irgendwie Gruß also, an die türkischen natürlich. Zuschauer? Sizi tanıdığıma çok sevindim. İnşallah Antalya'da tekrar bir yere geliriz. Tekrar görüşürüz. Viele Grüße nach Deutschland. Güle güle, auf Wiedersehen. Güle güle.